Hallihallo, Hallöchen, ein dreifaches Willkommen zurück zu das Schwarze Auge Memoria. In der letzten Folge, da haben wir jetzt hier den ultimativen Tumult, denn die ganze Dorfgemeinschaft bzw. halb Andergast scheint gerade auf den Beinen zu sein. Ein großer Mob hat sich gebildet, der jetzt auf Hetzjagd auf die Tulamiden ist, also Fahi und seine Tochter, glaube ich, war das. Und ja, wir müssen, so wie ich das jetzt bisher verstanden habe, den Boten irgendwie die Schriftrolle abnehmen bzw. das dort darauf Geschriebene verändern, damit wir andere Befehle an die umherstehenden Truppen weitergeben können. Jedenfalls habe ich das bisher so verstanden. Dementsprechend, ja, wir haben schon geguckt, Olim Arcanum, somit haben wir ihn gefunden. Das ist schon mal gut. Reparieren, zerstören. Vielleicht kann ich die Schriftrolle zerstören. Das wäre cool. Das übersteigt meine Kräfte. Ja, okay, er wollte den Boten gerade zerstören. Also ich bezweifle, dass wir den Boten irgendwie messern müssen, noch irgendwie Nuris Kette auf ihn anwenden müssen. Noch wach? Ich glaube, wir müssen ihn irgendwie müde machen. Die Frage ist nur wie. Vielleicht indem wir ihn permanent weiterschicken? Hör auf. Los, weiter. Hör auf. Los, weiter. Aber ich glaube, das funktioniert nicht so ganz, so wie das hier. Nein, okay. Das funktioniert leider nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Okay, also ich denke mal, bevor wir jetzt irgendwas machen, ja, der Bote, der rennt weiter. Wo waren wir jetzt? Hier? Hier? Da? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich denke, wir müssen hier uns erstmal komplett umsehen, denn, ja, ich glaube, sonst schaffen wir es auf keinen Fall, hier irgendwas zu erreichen. Ah, nee, hier waren wir gerade, okay. So, dann gehe ich jetzt mal da runter. Ah, okay. Ein neuer Ort. Heda! So, Stand der Suche kann ich mir eigentlich sparen. Befehle weiterleiten kann ich mir total sparen. Ich weiß, wo der Bote ist. Ich frage mal wenigstens nach dem Stand der Suche. Habt ihr schon etwas gefunden? In diesem Waldstück? Nein. Wir sind auch gerade erst angekommen. Ursprünglich waren wir zwei Gruppen, die Waldstücke nördlich und südlich von hier durchkämmt haben. Aber ohne Erfolg. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Viel Erfolg. Bitte sprecht mit meiner Leiterin. Sie kann euch besser helfen als ich. Okay, hier scheint auch sonst nichts Magisches zu sein. Ich hätte gedacht, dass der Baum mir noch irgendwie weiterhelfen könnte. Aber gut, hier ist wirklich anscheinend gar nichts. So, jetzt haben wir also die beiden Waldstücke. Da war ja, glaube ich, nichts. Also überall, wo nichts, keine Fackeln oder so sind, ist wahrscheinlich auch das komplett leer. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, dorthin zu gehen. Hey! Fahi! Hier sind sie auch nicht. Okay, ja, es lohnt sich tatsächlich anscheinend nicht, in die, ja, unbeleuchteten Waldstücke zu gehen. Also wir waren jetzt da, da, da und da. Gehen wir mal zum Ufer. Wo hat er sich nur versteckt? Ja, das frage ich mich auch. Also am Ufer scheint es ja auch nicht zu geben. Ja, es gibt nur die Lichter. Okay, und weiter geht's. Der Bote rennt fleißig weiter hin und her, obwohl er ja eigentlich eine Pause möchte. Ab geht es in das Moor. Eieiei, das sieht ja nicht so schön hier aus. Der Boden ist schlammig, wie der Treibsand, von dem Giacomo mal erzählte. Ich gehe besser kein Risiko ein. Ach, der benutzt wahrscheinlich diesen Baumstamm, um da entweder rüber zu springen oder das Seil da irgendwie da hinten ran zu machen. Ach so, oder er zieht sich da so lang oder so, kann ich mir vorstellen, damit er da über den Fluss kommt, damit er dort nicht einsinkt. Ja, können wir ja auch mal machen. Bevor er nicht an beiden Ufern festgebunden ist, ist es viel zu unsicher. Ach so, und wie machen wir das? Auf normalem Wege lässt sich da nichts mehr machen. Ach, cool. Ach, wir müssen es einfach reparieren. Hä? Und was mit dem Boten? Was macht der? Der hat doch gar keine Zauberkräfte, oder? Okay. Jetzt kann der Bote immerhin hier auch mit uns hier hinkommen. So, dann gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Dann werden wir mal schauen. Aber das ist ja interessant. Okay. Ach, hallo. Heda, komm raus. Du bist gar nicht der Bote. Mm-mm. Bei den Zwölfen, wie lange dauert das denn noch? Ah, vielleicht kommt der Bote tatsächlich hier nicht in das Moor hinein, weil dieser Weg dort gerade kaputt war. Du siehst unglücklich aus. Unglücklich? Ich bin wütend. Seit wir hier im Moor angekommen sind, warten wir auf weitere Anweisungen. Aber der Bote mit den Befehlen kommt und kommt nicht. Wenn du ihn siehst, schick ihn her. Okay, das könnte ja eventuell heißen, dass wir hier beginnen müssen, die Leute zu verwirren, weil die haben ja noch keine Befehle erhalten. Glaubst du, die Tulamiden waren hier? Nein.
Sie waren auf keinen Fall hier. Niemand kommt freiwillig hierher. Und wenn, dann sind sie schon lange im Morast versunken. Gute Neuigkeiten. Es gibt neue Befehle. Schlechte Neuigkeiten. Ich darf Befehle nur vom Boten entgegennehmen. Schick mir den Boten und vielleicht werde ich endlich glücklich. Okay, dann werden wir das jetzt mal machen. Vielleicht hilft uns das ja tatsächlich weiter. Warte mal, dann lassen wir das einfach mal so repariert. So, dann gehe ich mir nämlich jetzt mal den Boten schnappen und sage denen, dass er gefälligst zum Moor soll. Angeblich. So, da hinten wartet er auf mich. Das ist jetzt aber... Was bringt uns das denn, wenn wir jetzt Befehle nochmal weiterleiten? Noch wach? Ja, ins Moor schicken. Warst du schon beim Suchtrupp im Moor? Ich hatte gehofft, es merkt keiner. Das ist so weit ab vom Schuss. Ich dachte, ich kann das Moor auslassen, bis es neue Befehle gibt. Naja, der Gruppenleiter ist ziemlich sauer deswegen. Ach, ja, ja. Ich mache mich ja schon auf den Weg. Okay, jetzt müsste er eigentlich im Moor sein. Die Frage ist nur, ob mir das jetzt was bringt. Was ist? Ja, was ist mit dem Boten? War der Bote inzwischen hier? Ja, aber es gab nichts Neues. Wir stecken hier immer noch fest. Ich habe ihm gesagt, er kann sich zum Namenlosen scheren und ihn fortgejagt. Viel hat mir das nicht gebracht. Nee, absolut nicht. Das hat uns wirklich gar nichts gebracht eigentlich. Wartet mal, hier müsste doch noch irgendwo der Bote... Angeblich trägt der... Genau, in der Nähe sein. Hier nicht? Okay, Moment, dann gucken wir mal hier tiefer im Moor. Das hat mir jetzt im Endeffekt gar nichts gebracht, so wirklich. Hallo? Hier ist nicht. Okay, der ist anscheinend schon wieder weg, so wie das aussieht. Das war ja jetzt blöd. Ja, der Bote rennt jetzt wieder. Ich gehe mal zu Nuri oder soll ich erstmal noch hier beim Wasserfall gucken gehen? Ich glaube, ich gehe nochmal zum Wasserfall und guck da. Ach ja, klar, müssen wir sowieso. Ich wollte ja sowieso mit Nuri reden. Hast du sie gefunden? Nein. Der Wald ist viel zu groß. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir müssen uns beeilen. Du wirst immer mehr zu einem Raben. Du hast sogar fast schon vergessen, wo wir hier sind. Das stimmt doch gar nicht. Da hinten ist meine Höhle. Hier wohne ich. Du wohnst hier schon seit letztem Herbst nicht mehr. Nicht? Nein. Du wohnst bei mir in der Stadt. Stimmt. Ich erinnere mich. Uiuiuiuiuiui. Da ist auf jeden Fall höchste Eile gefragt, denn Nuri erinnert sich an immer und immer weniger. Ich möchte, dass du bei deiner nächsten Runde eine ganz bestimmte Strecke fliegst. Welche denn? Okay. Starte in Andergast, starte am Felsen, starte im Moor. Wo starten wir denn jetzt? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ja. Starte am Felsen. Felsen habe ich, glaube ich, so noch gar nicht besucht gehabt. Andergast. Ich glaube nicht, dass er nach Andergast ist. Das schließe ich mal aus. Am Fluss, am Zelt ist er auch nicht mehr. Also ich würde sagen, Felsen, Moor oder Fluss. Ich starte mal da, wo ich noch gar nicht war, und zwar am Felsen. Beginne am Felsen und flieg dann weiter. Über den Fluss? Über den Fluss. Bis zum Moor. Bis zum Moor. Anschließend kehrst du hierher zurück. Gut, bis gleich. Da bin ich ja gespannt, ob das jetzt eventuell der richtige Weg ist. Weil das sind so die einzigen Punkte, wo ich mir vorstellen könnte, dass der dort wirklich ist. Oh, haben wir wirklich was gefunden? Oh, sag, ja. In den Ästen eines Baumes sitzt ein kleines Mädchen. Wo genau? In der Nähe vom Fluss. Vor dem Baum stehen ein Mann und eine Frau. Die Frau liest in einer Karte. Darf ich versuchen, sie abzulenken? Ja, mach ruhig. Versuche es. Gut. Bis gleich. Ich weiß genau, wo sie meint. Aber super, super genial. Also tatsächlich waren meine Vermutungen auch sehr gut, sehr richtig. Huhu! Habt ihr das gehört? Fangt mich doch, wenn ihr könnt. Lasst euch nicht verwirren. Zwei Männer sollen ihr folgen. Die anderen bleiben hier. Zu Befehl! Sie sind langweilig. Und viel zu viele. Zwei von ihnen haben mich bis zum Fluss gejagt. Die anderen sind am Baum geblieben. Verdammt. Aber danke. Bitte. Okay, alles klar. Also es scheint
noch nicht die Zeit gekommen zu sein, wo sie die verwirren muss. Oder sie kann sie tatsächlich nicht verwirren. Die waren jetzt hier, ne? Hier hinten, glaube ich. Genau, und da oben im Baum sitzt jetzt jemand. Nori sagte, Fahis Tochter versteckt sich da oben. Ich kann das allerdings nicht nachprüfen, solange hier unten noch jemand ist und sie töten will. Genau, also das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Mob sich hiervon wegbewegt. Und ich glaube, es hängt immer noch damit zusammen, dass wir dem Boten irgendwie falsche Befehle übermitteln müssen. Und die einzige Stelle ist dafür hundertprozentig das Moor. Weil da geht er ja eigentlich fast nie hin. Da geht er irgendwie nur auf Anweisungen hin, weil das so weit und fernab vom Schuss ist. Das heißt, wie machen wir das jetzt am besten? Wartet mal, ich gehe nochmal eben zum Boten. Vielleicht, also wenn ich ihn jetzt nochmal ins Moor schicken kann, dann müssen wir da irgendwas am Moor drehen. So, und dann müssen wir nämlich die Befehle verändern, sodass sie dann alle sich sagen, warst du schon im Moor? Ja, ging schneller als ich dachte. Wieder ins Moor schicken. Okay. Also das Moor ist richtig. Nur was müssen wir da machen? Ich bin mir ganz sicher, dass wir am Moor irgendwas tun müssen. Vielleicht müssen wir das ja wieder kaputt machen, sodass der nicht rüberkommt. Und dann wieder die Befehle nicht durchgesetzt werden. Ergibt das Sinn? Weil das ist ja das Einzige, was wir hier theoretisch machen können. Wartet mal, vielleicht habe ich hier noch mehr Punkte. Der Fluss, der Baumstamm, die Lichter. Sieht nicht aus, als hätten sie Fahi schon gefunden. Gut. Ich probiere es mal, weil ich glaube, das ist wirklich das Einzige, was wir hier machen können. Und zwar machen wir das mal kaputt. Und dann gehen wir jetzt nochmal den Boten suchen und schicken ihn nochmal zum Moor. Und dann kann er ja die Befehle theoretisch nicht überbringen. Und dann nehmen wir ihm die Befehle ab und... Oder hauen ihn K.O. von hinten oder irgendwie sowas. Das schaffen wir schon. Mal gucken. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Noch wach? Der Gruppenleiter im Moor hat wieder nach dir gefragt. Na gut, von mir aus. So schlimm ist der Weg dorthin zum Glück ja doch nicht. Vielleicht hätte ich auch einfach tatsächlich beim Moor, dann, als er dann im Moor ist, das Ding abschneiden sollen. Vielleicht ist das ja besser. Nee! Haha! Er schläft! Yay! Gib mir das! Na, dann schlaf mal gut. Ha! Der wartet jetzt wahrscheinlich vergeblich darauf, dass hier jemand das Ding repariert. So, jetzt lass uns das Ding mal manipulieren. Nein, das ist falsch. Hier ist... Ja, komm. Es ist verzaubert, sodass die Magier nun glauben, ich sei der Bote. Okay, super, super, super. Wie machen wir denn das jetzt am besten? Wo fangen wir denn jetzt an? Ich würde sagen, wir fangen hier direkt hinten in dem Waldstück an und überbringen neue Befehle... Heda! So, neue Befehle. Es gibt neue Befehle. Junge, ist dieser Mann der Bote? Er trägt zumindest das Zeichen des Boten. Das soll mir reichen. Was sind die Befehle? Eure yes. Gruppe soll die Suche in diesem Waldstück abbrechen und weiterziehen. Den Fluss entlang? Da kommen wir gerade her. Aber nun gut. Befehl ist Befehl. Ich werde allerdings nicht das gesamte Waldstück aufgeben. Junge, du bleibst hier. Schrei, wenn du etwas Verdächtiges siehst. Zu Befehl, Herrin. Yes! Perfekt! Fast die ganze Gruppe rückt weiter. Genau so soll das jetzt sein. Dann wäre ich schon mal los. Genau, genau. Und jetzt müssen wir bestimmt Nori holen, die den anderen ablenkt. Weil den anderen können wir ja so nicht ablenken. Go, 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 Nori. Dann lenk den nochmal ab. Nori. Genau. Kannst du versuchen, den Suchtrupp von dem Mädchen fortzulocken? Yes! Oh, wie gut das klappt! Huhu, hier bin ich! Was? Wer ist dort? Hey, hier ist jemand! Kommt schnell! Beeil dich mal, ich bin gleich weg! Hey, wo bleibt ihr? Warte nur, dich schnapp ich mir! Ha! Jawoll! Er hat's geschluckt! Es hat geklappt! Er ist jetzt weg! Gut gemacht! Sehr schön, dann können wir immerhin schon mal Fahis Tochter retten. Das ist ja schon mal ein großer Erfolg, würde ich sagen. Jedenfalls, ja, brauchen wir dann nur noch Fahi. Du kannst runterkommen. Sie sind weg. Na toll. Wo ist Papa? Das wollte ich dich gerade fragen. Er ist am Wasserfall.
Du hast ja wirklich einen sprechenden Raben. Ich habe Fahi gefunden und zum Wasserfall geschickt, wie du es wolltest. Zwischen hier und dort sind sehr viele Menschen. Ich werde versuchen, eine Schneise zu schlagen und das Mädchen durchzuschmuggeln. Vielleicht kann Breda mir dabei helfen. Beeil dich! Diese Jäger machen einen klügeren Eindruck als du. Hey! Danke! Hä? Breda ist weg oder ist die im Zelt? Kann ich was mit der Lampe machen? Ha! Siehste, kann ich die Lampe immerhin mal mitnehmen. So, jetzt gucke ich mir auch nochmal die Truhe an. Das konnte ich ja vorhin alles nicht. Aber da scheint nichts weiter drin zu sein. Ja, immerhin, es hat tatsächlich funktioniert. Ich bin gerade ganz stolz auf uns. So, die Truppen haben nun lange genug gewartet. Deine Strategie hat uns nur Zeit gekostet. Ich gebe dir noch eine letzte Gelegenheit. Wie sieht unser weiteres Vorgehen aus? Du schon wieder. Langsam wird es lästig. Verschwinde. Wartet. Vielleicht hat er etwas Wichtiges zu sagen. Dieser Mann schleicht seit Tagen um dich herum. Dir ist wohl nicht bewusst, dass du noch andere Vorzüge hast als dein strategisches Geschick. Ich will dich nie wieder in der Nähe meiner Nachfolgerin sehen. Hast du verstanden? Ich... Raus! Und nun zurück zu unserem Problem. Enttäusche mich bitte nicht. Oh oh. Das ist die Gelegenheit. Breda muss die Truppen bewegen, damit der Weg zum Wasserfall frei wird. Aber wie sage ich ihr das, ohne dass er es mitbekommt? Oh, das wird schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier hinten bei der Zeltwand irgendwelches Rumgewuschel machen müssen. So von wegen, sie ist so, wie ich sie vor 2 Tagen zurückgelassen habe. Können wir die noch weiter öffnen vielleicht? Ich mache nur einen kleinen Riss. Ha, perfekt. Tatsächlich müssen wir jetzt irgendwelche Zeichen hier geben. So. Das kann nicht dein Ernst sein. Das entspricht nicht der hohen Kunst der Strategie, wie ich sie dich gelehrt habe. Wenn ich es nicht besser wüsste, müsste ich glauben, du hieltest uns absichtlich auf. Aber was ist, wenn sie wirklich einen Dämon beschworen haben? Dämonen sind chaotische Wesen. Sie handeln nicht nach unseren Regeln. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Nun gut. Aber sei dir bewusst, du wandelst auf einem sehr schmalen Grat. Ich habe dir die Befehlsgewalt aus purem Vertrauen in deine Fähigkeiten übertragen. Ich kann sie dir jederzeit wieder wegnehmen. Die Zukunft unseres Königreichs steht auf dem Spiel. Als ob dieses stinkende Loch je eine Zukunft hatte. Dies ist deine letzte Chance. Wie lautet dein nächster Befehl? Ich muss ihr irgendwie ein Zeichen geben. Okay. Wie geben wir ihr am besten ein Zeichen? Ich komme Spanne nicht dran. Spanne den Bogen ja nicht zu weit. Ey, ganz ruhig. Ich muss hier erstmal überlegen. Habe ich hier irgendwas, was mir helfen könnte? Scheinbar nicht. Ich warte. Bitte Ruhe, ich überlege. Ich kann ihr nicht einfach zurufen. Ich muss es so tun, dass ihr Vorgesetzter nichts davon mitbekommt. Was ist nun? Mann, sei doch mal ruhig. Ich muss echt nachdenken. Aber was mache ich? Habe ich hier irgendwas im Zelt, außer die Weltkarte, Breda und den Dozenten? Ich bleibe lieber still. Vielleicht muss ich ja die Lampe benutzen. Höre. Ha! Huh! Ja! Oh mein Gott, es klappt! Die Situation ist folgende. Wir haben keinen Überblick über die nördlichen Wälder. Gleichzeitig dürfen wir uns nicht zu weit von der Stadt entfernen und deren Schutz gefährden. Ich bin dafür, einzelne Spähtrupps vorzuschicken. Andraus Gruppe soll aus der Region nördlich der Steine abrücken und Richtung Steineichenwald aufbrechen. Das würde eine Schneise in unsere Aufstellung schlagen. Man könnte sich leichter an uns vorbeischleichen. Aber die Stadt wäre gesichert. Es herrscht viel Angst und Wut in den Truppen. Wir dürfen nicht kopflos unsere Sicherheit aufs Spiel setzen. Gut. Ich werde den Befehl geben. Aber wenn ich merke, dass das ein gezielter Verwirrungsversuch war, dann gnaden dir die Götter. Wir sprechen dann von Hochverrat. Ich möchte deinen Kopf nicht unter einem Beil wiedersehen. Keine Sorge. So weit wird es nicht kommen. Oh yeah, oh yeah. Geschafft. Hab's geschafft. Oh, ich bin gerade richtig happy, Mann. Das war so super. Hallo. Geron, warte. Es tut mir leid, dass ich dir so viel Ärger bereite. Ach, Unsinn. Wir haben ein Problem. Ein zweiter Suchtrupp soll Richtung Wasserfall aufbrechen. Ich soll ihn leiten. Verdammt, Fahi ist dort. Ja. Ich werde versuchen, sie vom Weg abzubringen. Aber das wird nicht leicht. Haltet euch ruhig. Ich kümmere mich um den Rest. Nicht ganz so spannend wie in der gorischen Wüste, aber immerhin. Wir sehen uns. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Ich bin immer noch voll happy, dass das alles geklappt hat, Gott. Ich könnte gerade so Freudensprünge machen. Ich muss sagen, Giacomo
hat nicht zu viel versprochen. Du bist ein wahrer Held, Geron. Ich stehe tief in deiner Schuld. Freu dich nicht zu früh. Noch ist Bredas Suchtrupp in der Nähe. Wir müssen vorsichtig sein. Wenn die Nacht rum ist, werden wir Andergast verlassen. Viel zu kaltes Wetter. Und die Leute haben keine Ahnung von Gastfreundschaft. Aber was ist mit unserem Abkommen? Das ist geplatzt. Was? Ich meine damit, du musst das Rätsel nicht mehr lösen. Du hast meine Tochter gerettet. Das ist mehr, als ich jemals von dir verlangt habe. Heißt das, du wirst Nori zurückverwandeln? Ja, das heißt, nein. Nicht ich werde es tun, sondern er. Ah! Oh nein. Keine Angst. Er ist ein Freund. Als ob! Salam, Geron. Ich denke, die Zeit des Versteckspielens ist nun rum. Der Stab. Der Stab, der Stab, der Stab. Das ist der Stab, das ist der Stab! Sorry, muss gerade schreien. Alter, was? Du bist voll hässlich. Ist es der Stab, der jetzt wieder... Oh mein Gott, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Satya tatsächlich vielleicht sich den Stab als Mensch zurückgewünscht hat, der dann vielleicht aber irgendwie ein falsches Spiel mit ihr gespielt hat und selbst irgendwie der Zeitdschinn war und das ist er jetzt. Oder auch nicht. Okay, meine Lieben, ich mache jetzt an dieser Stelle einen Cut, weil ich fies bin. Wir sehen uns, oh Gott, es wird so spannend. Okay, Continuous. Wir sehen uns in der neuen Folge von Das Schwarze Auge Memoria und zwar morgen direkt wieder. Bis dahin, tschüss.